Auf der einen Seite der Städel-Klassiker, prunkste Leben mit Früchtenpastete und Trinkgeschirr aus dem Jahr 1651. Auf der anderen Seite das, was John Baldessari aus dem Gemälde der museumseigenen Sammlung gemacht hat. Anlässlich des Jubiläumsjahres hat der US-Künstler Bezug auf einzelne Bilder des Museums genommen und eine eigene Serie kreiert. Das Ergebnis sind 16 großformatige Collagen. Wir haben John Baldessari so eine Art Carte Blanche gegeben. Er durfte eben im Jubiläumsjahr ein Projekt realisieren mit in über der Sammlung. Und was dabei rauskam, wie gesagt, war kein Auftrag, sondern einfach eine sehr spannende Idee seinerseits. Er hat 16 Bilder aus der Städel-Sammlung ausgewählt, hat in diesen Bildern für ihn wichtige, spezifische Details ausgesondert, hat diese dann übermalt, an sozusagen strategisch wichtigen Punkten eben sagen, ganz flächige Hard-Edge-Malerei darüber gelegt und dann im letzten Schritt diese Fotografie- und Malerei-Geschichte wiederum konfrontiert mit gefundenen und zum Teil auch erfundenen Drehbüchern. Die Sätze gehen hierbei eine neue Verbindung mit den Abbildungen ein. Für John Baldessari ist diese in den Städel-Paintings umgesetzte Kombination aus Bild und Text typisch. 1961 in Kalifornien geboren, zählt der heute 86-Jährige zu den wichtigsten Künstlern der amerikanischen Konzept- und Medienkunst. John Baldessari ist einer der wirklich wichtigen amerikanischen Künstler, nicht der Westküste, nicht sozusagen des klassischen New Yorker Kunstbetriebs, sondern eben einer der Hauptvertreter, vielleicht sogar einer der Erfinder neben Kienholz oder neben Ed Rushy, der West Coast Kunst, die sich eben unterscheidet von der Konzeptkunst New Yorker Prägung über ihren Bezug zu Hollywood, zur Filmindustrie, aber auch über ihre etwas leichtere und ironischere und vielleicht nicht ganz, ganz so bierernste Lexikon-Theorie. Die Bilder zeugten von Respekt und Ironie gegenüber der Malereigeschichte gleichermaßen, so Kurator Martin Engler. Sie provozierten ein Gegen- und Miteinander, das alte wie neue Kunst gleichermaßen befrage und so neu sichtbar werden lasse. Kurzum, eine ganz besondere Würdigung der Städel-Sammlung zum 200. Geburtstag.